Meine sehr verehrten Damen und Herren, zum zweiten Mal in diesem Jahr haben wir uns heute zu einer Veranstaltung unseres kleinen Kulturkreises zusammengefunden. Der heutige Nachmittag ist der Gegenwartsliteratur gewidmet. Es ist ein großes Glück, dass sich der bedeutendste Vertreter, lebende Vertreter, der bedeutendste, lebendste, also noch lebendige Vertreter moderner Lyrik bereitgefunden hat, hier bei uns aus seinem Werk zu lesen. Ein Mann, der Literaturgeschichte gemacht hat, ein Name, der rund um den Erdball zum Begriff geworden ist. Lothar Frohlein. Frohwein. Frohwein. Zu Beginn werde ich 22 Gedichte aus dem Zyklus Abschied lesen. Dann etwas lauter, bitte. Dann 8 Balladen aus meiner frühen Schaffensperiode, gefolgt von der Sonettensammlung Die 12 Monate. Hierauf 3 Kapitel aus dem Roman Pädokles und zum Schluss ein Trauerspiel in 3 Akten mit dem Titel Goethe in Halberstadt. Dann haben wir Gelegenheit, miteinander zu sprechen. Melusine. Gehört das zum Vortrag? Mir hilft da immer ein Stück Zucker. Er sollte einfach die Luft anhalten. Was meinen Sie? Oder erschrecken. Man müsste ihn erschrecken. Oder was fragen, was ihn ablenkt. Psst. Entschuldigen Sie, wenn ich Sie unterbreche. Heinrich. Was haben Sie gestern Abend gegessen? Kohlrabi. Gedünsteter Kohlrabi mit Fischstäbchen und Remouladensoße. Melusine. Krawel, Krawel, taub trüber Ginst am Musenhain, trüb tauber Hain am Musenginst. Krawel, Krawel.